Nach mehreren Jahren der Recherche ist das Grazer Expeditionsteam im Dezember des Vorjahres zum ersten Mal nach Albanien gekommen. Vor 3 Wochen folgte dann die zweite Expedition. In 2 großen Bussen, die mit Funk ausgestattet sind, wird das viele Gepäck befördert. Die Grazer haben alles, was sie für ihr Unterfangen brauchen, selber mitgenommen. Neben dem eigenen Schlauchboot wird noch ein Fischerboot angeheuert, damit das gesamte Equipment überhaupt zum Tauchplatz transportiert werden kann. Schon zeitig früh wird umgeladen, insgesamt 2,5 Tonnen Material. Albanien ist absolutes Neuland für Taucher. Es hat Monate gedauert, bis die offiziellen Genehmigungen eingeholt waren. Als erstes denkt man an Chaos, aber im weiteren Sinne, dieses Chaos ist doch sehr geregelt. Und ich muss sagen, mit dem albanischen Behörden zusammenzuarbeiten, das war wirklich eine sehr, sehr freundliche Geste von ihnen, das uns überhaupt Österreichern zu ermöglichen. Wie schwierig war das? Was mussten Sie da alles machen? Ja, es sind für alles Anträge zu stellen, aber die Kommunikation zwischen den Behörden einzeln, das ist sehr, sehr gut gegangen. Der Hafen von Durres. Die Menschen hier leben von Fischfang oder Handel. Durres ist auch jener Ort, von dem die Expedition täglich startet. Mittlerweile gehören die österreichischen Taucher für die Fischer schon zum gewohnten Alltag. Die Leute sind hilfsbereit und freundlich. Das sind sie aber auch anders, wenn sie uns nicht kennen. Und unterstützen schon. Sie unterstützen uns. Man ist ein bisschen so der bunte Hund als Taucher hier. Das schon, denn als Taucher, die kennen da keine Taucher. Die Anzüge und die Kompressoren und die Tauchgeräte, das ist für die Leute faszinierend. 2 Stunden dauert die Fahrt mit dem Fischerboot von Durres bis zum Kap Rodoni, wo die versunkene Linz liegt. Expeditionsleiter Gerald Kosmuth fährt nicht mit dem Fischerkahn, sondern mit seinem eigenen Schlauchboot direkt vom Strand weg. Albanische Kinder beobachten das Spektakel jedes Mal ganz genau, trotz des 10 Grad kalten Wassers. Die Suche nach der Linz war nicht einfach. Sie verlangte vor allem viel Ausdauer und Geduld. Jawohl. Systematisch wurde Raster für Raster nach einer Seekarte abgefahren. Wichtiges Hilfsmittel war das Magnetometer, das durch Piepsen einen Metallfund am Meeresboden signalisiert. Am 12. Dezember des Vorjahres war es dann soweit. Nach 3 Tagen Suche war die Linz geortet. Mithilfe des Satellitennavigationssystems, kurz GPS genannt, das auch im albanischen Fischerboot eingebaut ist, finden die Taucher nun immer wieder ganz genau zum Unglücksort des Dampfers zurück. Es ist eine bunte Expeditionsrunde, die hier bei der Linz abtaucht. Vom Studenten bis zum Pensionisten, aber alle Teilnehmer sind begeisterte Wracktaucher. Es erwartet einen das Ungewisse da unten in dieser Tiefe. Man weiß nicht, was man sieht, was man erleben wird. Ob man sich verirrt am Schiff, ob man wieder raufkommt, das sind sehr viele Eindrücke, die verarbeitet werden müssen in diesen Tauchgang. Nur routinierte Taucher können erfolgreich auf Wracksuche gehen. Jeder der Grazer Taucher hat jahrelange Erfahrung mit Kompass- und Orientierungstauchgängen. Getaucht wird nicht mit Pressluft, sondern mit einem Luftsauerstoffgemisch. Für jeden Taucher wird der Sauerstoffgehalt speziell errechnet. So wird die Gefahr eines Tiefenrausches oder von Dekompressionskrankheiten verringert. Die Glocke der Linz, das Wahrzeichen des Schiffes, wurde gleich beim ersten Tauchgang im Dezember entdeckt. Doch 2 weitere lange Tauchgänge waren notwendig, bis sie von der verrosteten Verankerung befreit war und gehoben werden konnte. Bei der Expedition jetzt zu Ostern konnten die Taucher auch das Emblem des österreichischen Lloyd bergen. Die Schifffahrtsgesellschaft mit der beachtlichen Flotte und 6.000 Mitarbeitern war während der Monarchie das bedeutendste Verkehrsunternehmen überhaupt. Zu Hause in Graz werden die jüngsten Fundstücke der Linz fein säuberlich gereinigt und fürs Museum aufbereitet. In dem Moment, wo sie im Auto drinnen waren und
bei uns nachher herum, ist es wiederum ein Stück Geschichte, Marinegeschichte, das wir zurückgebracht haben. Und ein Stück Marinegeschichte wird es demnächst auch auf Film und in Buchform geben. Die Grazer arbeiten daran und wollen die Linz-Dokumentation bis 2002 fertig haben.